Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, mir ist jetzt relativ wenig eingefallen für ein neues Video und da bin ich dann durch den Penny gegangen und ja, da habe ich dann so seltsame Produkte gesehen wie, ja, wie das hier. Und zwar pflanzlicher Pudding. Da habe ich mir gedacht, gut, machen wir noch ein Video drüber. Und zwar gibt es da zwei Sorten pflanzlicher Pudding von Dr. Oetker. Und das schauen wir uns jetzt mal an und gucken mal, ob das schmeckt. Und viel Spaß bei diesem Video. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Nun fangen wir mit dem ersten Produkt mal an. Und zwar ist das hier, wie schon gesagt, ein pflanzlicher Pudding. Rein vegan mit Mandeln, Bonbon-Vanille. Das ist eine sehr große Dose. Ja, und zwar sind das 400 Gramm. So, wir schauen wir mal. Die erste Zutat ist Wasser, brauner Rohzucker, Mandelmark, Bonbon-Vanille. Was haben wir hier noch? Es sind auf jeden Fall Hülsenfrüchte drin, also Nüsse. Also falls jemand allergisch dagegen ist. Ja, also gucken wir mal, ob das hier was kann. Ja. Schauen wir uns das erstmal an. Ja, riecht so ein bisschen wie so, ja, so Cappuccino oder sowas. Ah, nicht Cappuccino, wie heißen die Cafés, die so noch ein bisschen nach Karamell schmecken? Ich weiß es jetzt nicht, ich könnte unten mal in die Beschreibung schreiben. Konsistenz wie ein Pudding, klar. Ja, geschmacklich. Kann man essen, schmeckt nicht so verkehrt, schmeckt so, ja, die Vanille schmeckt man raus, ein bisschen Karamell, ist nur nicht so süß, wie man es normalerweise kennt, ja, aber im Großen und Ganzen, ja, man merkt schon, dass das sehr kalorienarm ist, finde ich, aber für einen pflanzlichen Pudding, wie das jetzt hier geworben wird, ist das ganz okay. Kann man essen. So, nun schauen wir uns den Schokopudding an. Auch hier schauen wir mal auf die Zutatenliste. Und zwar haben wir hier wieder Mandeln mit 3% Mandel, Zucker, ne Quatsch, kein Zucker, sondern Wasser, brauner Rohzucker, modifizierte Stärke, 3% Mandelmark, 2,7% Schokolade, Kakaomasse, 2,1% fettarmer Kakao, Kokosnussöl, Verdickungsmittel, ja, auch das ist wieder eine ordentliche Portion, 400 Gramm. Ja, schauen wir uns mal gerne mal an, gucken, ob das auch schmeckt. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Man sieht, dass die Maschine das hier so reingespritzt hat. Schön so kleine Zipfelchen. Ja, von der Konsistenz. Okay, wesentlich dicker als der Vanillepudding. Ja. Geruch wie so eine Zartbitterschokolade. Ja, geschmacklich. Ein kleines bisschen bitter. Von der Schokolade her. Aber. Das ist geil. Das ist echt geil. Vanille ist okay, ja, aber das ist geiler. Ja, wie gesagt, zu dem Schokoladenpudding kann man nur sagen, schmeckt ganz gut. Konsistenz ist auch in Ordnung, schön dick. Ist auf jeden Fall mein Favorit. Schmeckt sehr gut. Kann man empfehlen. Also, das hier würdest du jederzeit wieder kaufen. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal und ciao, bis zum nächsten Mal.